zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit, 5:45. 4.400 Zuschauer sehen einen knappen Sieg der DEG bis das gegen die Adler Mannheim. Die anderen Ergebnisse sind alles Zwischenergebnisse. Augsburg 4:3 gegen Hannover, Iserlohn liegt 2:3 hinten gegen Krefeld, Köln liegt 1:2 hinten gegen München, Straubing führt 4:2 gegen Wolfsburg. Berlin ist nach dem ersten Drittel erst 1:1 gegen Ingolstadt. Auf dem Podium zweite Bekannte, zu meiner rechten Harald Kreis, zu meiner linken Jeff Tomlinson. Wie immer zuerst das Statement der Gäste. Ja, guten Abend zusammen. Meine Gratulation an die Mannschaft von Jeff, die meines Erachtens heute über 60 Minuten einfach intelligenter gespielt hat als meine Mannschaft. Ich glaube, beide haben aus Vorsprung, Ausgleich bis zur letzten Minute gekämpft, aber wir haben einige schlechte Entscheidungen getroffen heute, einige völlig unnötige Strafzeiten genommen und ein paar schlechte Entscheidungen auf der offensiven blauen Linie. Die Mannschaft von Jeff war einfach intelligenter als wir, bottom line. Mehr ist da nicht zu sagen. Gratuliere, Jeff, und weiterhin viel Erfolg. Danke. Vielen Dank, Jeff Tomlinson. Guten Abend zusammen. Danke, Harry. Ja, es war schon wieder ein Krimi hier im ISS-Dom. Das Spiel ging hin und her und zum Ende war alles offen. Die Mannschaft hat viel Charakter gezeigt, die haben den Kopf nicht hängen lassen, auch der 4:3, das Mannheim geschossen hat. Meine Lieblingsaktion in dem ganzen Spiel, und das zeigt im Moment das Team, ist Bazani, wie der sich vor den Puck geschmissen hat. Hat sich nicht geschont und das war eine ganz wichtige Aktion für uns. Weil wenn Pucks zum Tor Richtung Tor kommen, das ist es immer gefährlich. Und ich habe mich auch gefreut für Beachy, dass endlich sein erstes Tor gefallen ist und Novak, ein super Tor von Novak. Und wir freuen uns auf die 3 Punkte. Und wie gesagt, diese Stimmung in der Halle wie letzte Mal in der ISS-Dom war einfach super. Und, wenn mehr Leute kommen würden, wäre es nicht schlecht. Es würde noch lauter. Und Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es zur Feier des Tages Fragen an euren Trainer? Das ist nicht der Fall. Dann gestern eine gute Heimreise. Wir sehen uns hier wieder am Sonntag um 16:30 Uhr gegen Augsburg. Gute Heimreise.